spreche vorne in der ersten Reihe. Djako von RBC aus Russland. Здравствуйте, Тимофей Дзятко. Тимофей Дзятко, RBC. My first question is to Mr. Marin. I'd like to ask you about this credit, which you. Meine erste Frage geht um die 6 Milliarden Euro. Das neue Unternehmen wird von dem Konsortium, Bankkonsortium bekommen. Können Sie bitte erklären, wie diese Summe auch aufgeteilt wird zwischen den Gesellschaftern? Und wird dieses Geld dafür ausgegeben, Schulden abzuzahlen? Ja, okay. Dann haben wir weitere Fragen. Hier vorne in der Mitte, Frau Falkner. Ja, Jutta Falkner von Businessportal Norwegen. Die norwegische Regierung hat ja kürzlich empfohlen, dass der norwegische Staatsfonds aus Unternehmen aussteigt, die speziell Öl produzieren. Glauben Sie, dass dieses Beispiel Schule machen könnte und was hätte das für Folgen für die gesamte Ölbranche, wenn sich weitere Fonds, die sich ja auch am Staatsfonds Norwegens orientieren, tatsächlich aussteigen aus den Ölunternehmen? Zweite Frage. Sie erwähnten Norwegen als den Standort für die sauberste Produktion von Erdöl und Erdgas. Eines der Länder, könnten Sie hier einen Vergleich anstellen, wo Sie produzieren und wie das aussieht mit dem CO2-Ausstoß pro Tonne in anderen Ländern? Und Sie sagten auch, ein Drittel der Explorationskosten geben Sie in Norwegen aus, also werden dort investiert. Warum ausgerechnet Norwegen? Hat das mit den höheren Kosten dort zu tun? Und welchen Anteil hat Norwegen am Gesamtergebnis im vergangenen Jahr? Dankeschön. Vielen Dank. Dann nehmen wir noch eine dazu. Noch jemand eine Frage? Ich bin Fernando Castro und ich möchte gerne über Ihre Pläne 2019 und ob Sie da eine Entwicklung vorsehen in der Exploration. Und was Sie vorausschauen in bezüglich der Investitionen in der Gasinvestition, ist das eher eine Gasinvestition oder eine Ölinvestition? Zu Ihrer ersten Frage zur Exploration in Argentinien. Wie Sie wissen, sind wir im Block CN5 vertreten als Betriebsführer. Dort werden wir die Explorationstätigkeiten in diesem Jahr fortsetzen. Die zweite Möglichkeit für die Exploration, wie Sie wissen, wird eine Bietrunde offshore Argentinien in diesem Jahr durchgeführt. Da haben wir uns auch entsprechend registriert und planen, daran teilzunehmen. Investitionen, Gas oder Öl, prinzipiell kann man sagen, Argentinien spielt für uns eine wesentliche Rolle im Portfolio. Wenn Sie sich den Anteil der argentinischen Produktion und auch das Ergebnis bei Wintershall angucken, das ist einer unserer wesentlichen Pfeiler. Wir haben in den letzten drei Jahren ca. 600 Millionen US-Dollar in Argentinien investiert und planen auch in den kommenden Jahren ungefähr in der Größenordnung zu investieren. Ob wir in Öl oder Gas investieren, gucken wir uns derzeit noch mal genauer an. Wie Sie wissen, hat die Regierung die Resolution 46 angepasst, nicht unbedingt zum Vorteil von Gasprojekten. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass wir unsere Investitionen eher Richtung Öl in Zukunft fokussieren werden. Da sind wir derzeit noch in der Analyse. Ja, Herr Bachmann, zum Thema Investitionskosten Norwegen, CO2. Ja, ich versuche mal, das waren ja drei Fragen, ich versuche die gleich mal abzuarbeiten. Investitionsfonds, ich glaube, man darf nicht den norwegischen Staatsfonds jetzt allzu stark verallgemeinern mit anderen Staatsfonds. Der norwegische Staatsfonds hat sich aufgebaut eigentlich aus den Einnahmen, die aus dem Öl- und Gasgeschäft gekommen sind. Das ist natürlich eine außerordentlich starke Exposure, wie man so schön sagt, auf das Öl- und Gasgeschäft, auf Öl- und Gaspreise. Dass da ein Ausgleich versucht wird, dass man sagt, ich will das nicht noch weiter in meinem Portfolio übergewichten, ist, glaube ich, verständlich. Also ich würde jetzt nicht unbedingt von der Ankündigung direkt auf andere Staatsfonds schließen.
Sie sprechen den CO2-Ausstoß eigentlich, ist quasi eine weitere Frage von Umweltstandards und so weiter. Das ist nicht unbedingt in erster Linie eine Länderfrage, sondern das ist in erster Linie eine Frage, was genau habe ich in meinem Portfolio? Wie mature, wie weit ist die Produktion fortgeschritten? Welche Methoden wende ich an zur Förderung, auf welcher Infrastruktur basiert es. Also klar, man kann da nicht sagen, ich vergleiche das eine Land mit dem anderen. Was ich aber sagen kann, ist, wo immer wir tätig sind, in welchem Land auch immer, ist unser Ziel, uns da stetig zu verbessern. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir tun können als Industrie, dass wir sagen, wir wissen, was wir an, Sie haben CO2-Ausstoß genannt, was wir an CO2-Ausstoß haben und wir sind auf einem Pfad, das stetig zu verbessern. Das ist tatsächlich, wie Sie richtig angesprochen haben, in Norwegen vielleicht weiter fortgeschritten als an anderen Orten. Wir haben da Plattformen, die mit Strom, das ist dann Wasserstrom, von onshore bedient wird, über lange Kabel. Das ist da sicher eine Geschichte, die weiter fortgeschritten ist. Aber das sind ja genau die Dinge, die wir dann auch international an andere Standorte mitnehmen wollen. Und dann war Ihre Frage, die dritte Frage war, glaube ich, dazu die Gründe, weshalb ein Drittel des Explorationsportfolios in Norwegen ausgegeben wird. Das ist eigentlich recht einfach. Es ist erstens mal, es gibt guten Zugang zu attraktiven Lizenzen und den gibt es regelmäßig. Das ist ein System vor Ort, wo regelmäßig Lizenzrunden gehalten werden. Es ist ein attraktiver Ort, gerade weil die Infrastruktur schon da ist. Also man kann Funde, die man macht in der Exploration, sehr, sehr schnell und sehr effizient einbinden. Und dann ist es ein sehr offener Markt, also wo man auch mit Explorationslizenzen sein Portfolio managen kann, mit Partnern zusammengehen und so weiter. Also alles in allem, Sie haben die Kosten angesprochen, alles in allem ein hochattraktiver Markt für Exploration. Und darum exponieren wir uns da auch. Ja, und zur Frage Finanzierung würde ich Herrn Evermann bitten. Ja, vielen Dank für Ihre Frage zur Finanzierung. Sie hatten so schön gefragt, wie wird denn das Bankdarlehen in der Größenordnung von 6 Milliarden, wie wird das denn auf die Gesellschafter aufgeteilt? Tatsächlich ist der Zweck von dieser Bankenfinanzierung, dass sie vollkommen der Wintershaldea zugutekommt. Also wir schließen diese Finanzierungsvereinbarung ab für die Wintershaldea. Mit diesem Betrag werden die Gesellschafterdarlehen, also von der BASF und von der Letter One, tatsächlich abgelöst. Und mit diesen Gesellschafterdarlehensablösungen haben wir dann eine finanzielle Unabhängigkeit und Selbstständigkeit für die Wintershaldea erreicht. Das wird getragen, und das sprachen wir auch schon in der Rede von Herrn Mehren an, von einem extrem starken internationalen Bankenkonsortium von 16 internationalen Banken. Wir haben auch gesagt, da sind 5 große US-Banken dabei, worüber wir uns natürlich auch sehr freuen. Und das wiederum wird auch getragen von einem extrem starken, robusten Rating, das uns die bekannten Ratingagenturen in ihren Analysen der sogenannten RES-RAS-Analyse bereits verbindlich in Aussicht gestellt haben. Also das ist eine Erfolgsgeschichte, diese Finanzierung, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind sehr froh, dass wir da schon so weit sind und können vor diesem Hintergrund auch dem Closing sehr gelassen entgegensehen. Herr Mehren nickt, das bedeutet Zustimmung. Gibt es weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen? Ja? In der letzten Reihe, der Sergej hat ein Mikrofon für Sie. Hi, I'm Vanessa from Bloomberg News. I would like to have more information on the financing. So if you could please name the 5 American banks that you are dealing with. Also what is the target of that financing? Was ist das Ziel von der Finanzierung? Was möchten Sie damit finanzieren? Und meine zweite Frage wäre, es geht um die Erstplatzierung dieser IPO. Können Sie uns sagen, wann die IPO stattfinden wird? Vielleicht, wir haben schon gehört, dass es vielleicht im zweiten Quartal 2020 sein würde. Gibt es nähere Informationen dazu? Okay. Gleich direkt daneben, Herr Lohmann vielleicht. Heiko Lohmann, NRG, 2 Fragen mehr in Richtung Ökologie und eine zum Transportwesen. Erstens, denken Sie oder
denken Sie nach über einen Einstieg in sowas wie dekarbonisierten Wasserstoff als Erweiterung des Geschäftsmodells über Erdgas hinaus, so wie es Ihre norwegischen Kollegen von Equinor tun oder in sowas wie Pyrolyse, das, was Ihre russischen Kollegen von Gazprom machen, oder ist das für Sie überhaupt kein Thema? Zweite Frage, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind Sie Teil einer, so einer Methane Leakage-Initiative? Was passiert da konkret? Oder erwarten Sie, dass Sie getrieben werden durch eine EU-Gesetzgebung? Und einmal zum Transportbereich. Es gibt ja nun die Anpassung der dritten Gasrichtlinie. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Erwarten Sie, dass das in einer Form und Art und Weise umsetzbar ist, dass das Projekt ohne große Störungen sowohl vorantreibt, wie auch dann in Betrieb gehen lässt? Vielen Dank. Herr Lohmann, der Einzige, der uns treibt, sind Sie mit Ihren Fragen. Haben wir weitere Fragen? Haben wir weitere Fragen? Eine würden wir noch nehmen. Hier vorne, Entschuldigung, die hatte ich schon zweimal nicht gesehen, hier in der mittleren Reihe. Alex Forbes, Gas Matters. Alex Forbes von Gas Matters. Herr Mehren, Sie haben schon die Ergebnisse der Kohleausstiegskommission erwähnt. Was muss jetzt passieren, damit die Empfehlungen jetzt umgesetzt werden? Denken Sie, die werden so umgesetzt werden, wie empfohlen? Und können Sie vielleicht sagen, was die Auswirkungen sein werden auf den Gasverbrauch in Deutschland? Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, Herr Mehren ist direkt angesprochen. Themen liegen auch überwiegend bei ihm. Gut, dann, Herr Forbes, fange ich mit Ihrer Frage an. Kohlekommission. Die Kohlekommission hat eine Empfehlung ausgesprochen. Ich würde sagen, eine sehr starke Empfehlung, die von einem gesellschaftlichen Konsens getragen wird. Und diese Empfehlung wird jetzt von der Bundesregierung in Gesetze gegossen und dann umgesetzt. Ich gehe davon aus, dass das jetzt sehr schnell passieren wird, denn Deutschland hat ja über mehrere Jahre beobachten können, dass man Klimaziele nicht erreicht, dass man Emissionsziele nicht erreicht. Das liegt im Wesentlichen, ich habe es eben angesprochen, an der Kohleverstromung. Und insofern gehe ich davon aus, dass da schnell gehandelt wird. Zweite Frage, die Sie hatten in Deutschland, ging um, helfen Sie mir nochmal? Deutsche Gaskonsumption. Genau, was bedeutet das? Ja, auch da, ich sag mal so einen Nord Stream können wir sicherlich gut in Deutschland nutzen, also eine Füllung der Nord Stream, 55, 60 Milliarden Kubikmeter, um den kompletten Kohlestrom in Deutschland abzulösen. Also da ist ein reichliches Potenzial. Das wird natürlich nicht morgen passieren, denn wenn Sie die Empfehlung der Kohlekommission gesehen haben, hatte ja nicht gesagt, dass der Kohleausstieg in 2020 stattfinden soll, sondern das ist ein geordneter, ein langsamer Prozess. Wir sind in einem industrialisierten Land. Für uns ist Versorgungssicherheit, die Zuverlässigkeit von Energiesystemen extrem wichtig. Herr Lohmann, Ihre Fragen von hinten vielleicht dritte Gasrichtlinie, Ausweitung. Also zunächst mal bin ich froh, dass die EU-Mitgliedstaaten sich einstimmig in allen Gremien jetzt einen Beschluss gegeben haben. Der muss aber erst mal umgesetzt werden in einem Gesetzgebungsverfahren, das im Moment läuft. Wenn das dann passiert ist, muss in nationales Recht übertragen werden und dann ist, wenn ich den Prozess richtig verstehe, die Bundesnetzagentur gefragt, das ganz konkret umzusetzen. Wenn wir soweit sind, wird sich dann die Projektgesellschaft, die Nord Stream 2 AG, mit der Bundesnetzagentur auseinandersetzen und definieren, was bedeutet das konkret. Für uns als Finanzierer von Nord Stream 2 bedeutet das nichts. Die Themen, die durch Regulierung angesprochen werden, haben zu tun mit Zugang zur Pipeline-Infrastruktur, haben zu tun mit Tarifbildung und haben zu tun mit Eigentum. Wir sind ein Darlehensgeber für Nord Stream 2 AG und bekommen für diese Darlehen Zinsen. Methane Guiding Principles heißt das Gremium, bei dem wir Gründungsmitglied sind, gemeinsam mit vielen anderen großen E&P-Unternehmen, aber auch gemeinsam mit NGOs, gemeinsam mit der Weltbank. Das Ziel ist, dass wir
in der Industrie einheitliche Standards festlegen zunächst mal. Wie werden Methanemissionen gemessen? Und dann werden wir uns Ziele geben, wie wir die gemessenen Werte eines jeden einzelnen Unternehmens nach unten bringen. Heute haben wir das Problem, dass es eine Vielzahl von Richtlinien gibt in jedem einzelnen Land, in dem wir aktiv sind. Wie sollen Emissionen gemessen werden? Ist das nur die Eigenproduktion? Sind das nur die eigenoperierten Aktivitäten? All das wird jetzt vereinheitlicht. Da machen wir gute Fortschritte. Anfang des Jahres gab es die letzte große Konferenz dazu in Paris. Und wir sind, wie so häufig an der Stelle, als Wintershall da führend mit dabei. Wir gehörten zu den Gründungsmitgliedern. Und insofern werden wir auch sicherstellen, dass das mit viel Engagement weitergetrieben wird. Thema dekarbonisierter Wasserstoff, Pyrolyse, das sind natürlich Themen, mit denen wir uns zunächst mal noch im Rahmen unserer Forschungs-, unserer Technologieaktivitäten beschäftigen. Wintershall schaut natürlich in die Zukunft und das machen wir in den Arbeitsgebieten, die nah an unseren Fähigkeiten sind, die nah an unseren Kompetenzen sind. Und dann sind wir natürlich bei Themen wie Pyrolyse, da sind wir bei Themen wie CCS, da sind wir bei Themen wie Power to Gas. Alles das schauen wir uns an und sehen, ob da für Wintershall und zukünftig dann für Wintershall DEA möglicherweise neue Geschäftsfelder entstehen. PTZ gegebenenfalls noch. IPO. Und das ist natürlich auch ein Thema, weil Sie Gazprom angesprochen haben. Herr Wieland weist mich gerade richtigerweise darauf hin, dass wir sehr intensiv, also gerade die Gazprom-Pyrolyse-Aktivität, mit Gazprom auch diskutieren. Denn da ist man in diesem Thema schon extrem weit, hat viele gute Ideen. Wir sind mit deutschen Universitäten in Kontakt. Die Universität Karlsruhe hat beispielsweise da eine erste Versuchsanlage gebaut, natürlich alles noch im kleinen Forschungsmaßstab. Also es ist ein spannendes Feld, in dem wir aktiv sind. IPO als Frage, die Gesellschafter planen den IPO für das zweite Halbjahr 2020, also irgendwann zwischen dem 1.7. und dem 31.12. Das bedeutet für uns als Gesellschaft, dass wir zum 30.6. fertig sein wollen für einen Börsengang und daran arbeiten wir jetzt schon, solange und soweit wir das dürfen und werden da noch intensiver dran arbeiten, wenn wir in den kommenden Wochen dann das Closing gehabt haben. Und zur Finanzierung würde ich an Dirk Elbermann weitergeben. Ja, Sie hatten noch gefragt nach dem Namen der US-Banken. Ich hatte ja gesagt, ein internationales, sehr starkes Bankenkonsortium, habe die Namen der Banken deswegen nicht genannt, weil die abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung auch eine Vertraulichkeitsregelung hat. Da bitte ich um Verständnis. Gehen Sie aber mal davon aus, dass es große Banken sind und die können dann auch öffentlich gemacht werden, wenn das Darlehen ausgereicht ist, aber eben nicht vor Closing zum jetzigen Zeitpunkt. Dann hatten Sie noch gefragt nach dem Zweck der Finanzierung. Da zunächst noch mal der Hinweis, die Finanzierung dient dazu, die Gesellschafterdarlehen abzulösen und setzt Wintershall DEA dann in die Lage, alles das zu tun, was sie nach ihrer Strategie tun will, nämlich profitabel wachsen. Also der Zweck der Mittelzuführung dient dazu, unser Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs zu halten. Und da ist im Übrigen die Finanzierung natürlich nur ein Teil davon. Der zweite Teil ist, dass die beiden Shareholder natürlich mit Eigenkapital weiter dem Unternehmen verpflichtet sind. Und was mir als CFO auch sehr wichtig ist zu betonen, die Wintershall heute generiert schon einen extrem starken Cashflow. Es kam auch in der Rede bereits zum Ausdruck. Das heißt, ein großer Teil der weiteren Finanzkraft, den wird die Wintershall DEA selber erwirtschaften durch das, was sie tagtäglich und strategisch nach vorne tut. Weitere Fragen? Herr Focht, direkt hinter Ihnen kommt das Mikrofon. Ja, Peter Focht, Redaktion Energie und Management. Herr Mehren, in Deutschland wird ja zuletzt auch sehr, sehr viel und sehr stark über LNG, also verflüssigtes Erdgas, diskutiert. Dem Zusammenhang auch über ein eigenes deutsches Importterminal. Mich würde da Ihre Einschätzung interessieren. Braucht Deutschland so ein Importterminal? Sie hatten die Importnotwendigkeiten angesprochen. Sollte es staatlich gefördert werden und ist LNG eventuell auch ein Geschäftsfeld, das für Wintershall interessant werden könnte?
Jo. Eine weitere Frage. Was waren hier noch? Frau Will von der HNA, hier in der mittleren Reihe. Kleinen Moment, das Mikrofon kommt. Barbara Will, HNA. Ich habe einmal eine Frage zum Börsengang, nämlich mit wie viel Prozent will die BASF noch engagiert bleiben? Dann ebenfalls zum Börsengang ist auch geplant, hat man im Hinterkopf, dass diese Aktien ja auch eine Akquisitionswährung sein könnten, beispielsweise für weitere Geschäfte mit Gazprom. Und dann ist Wintershall ja richtig oldschool, Förderung Öl und Gas ist an eine Geschäftsausweitung gedacht. Im Sinne des, sagen wir mal, Raffinerie hatten sie ja mal aufgegeben, Power to Gas, irgendetwas in diese Richtung. Und dann nochmal die lokale Frage, der Personalabbau ist ja schon erwähnt worden, steht im Raum. Haben Sie schon konkret Pläne, was das für Kassel heißt? Jo, vielen Dank. Noch eine Wortmeldung, sonst vorne in der ersten Reihe. РИА Новости, Мария Коцубинская. Können Sie bitte spezifizieren zum Thema 6 Milliarden Darlehen, für welches Unternehmen sollen diese Mittel eigentlich zur Verfügung gestellt werden und wie groß sind die Anteile für Wintershall und DEA dann insgesamt und einzeln? Ich glaube, die Frage kann man noch mal kurz beantworten. Herr Mehren, wollen Sie zur strategischen Ausrichtung? Vielleicht kann Herr Elbermann gerade das Finanzierungsthema. Ich nehme noch mal die Finanzierungsfrage. Also wie gesagt, die 6 Milliarden dienen Wintershall Dea. Die Gesellschafterdarlehen werden damit abgelöst. Und dann insofern kann man auch nicht sagen, für welchen der beiden Unternehmen gelten dann die Darlehensanteile. Weil es gibt dann ab Closing ja nur noch ein Unternehmen, das ist die Wintershall Dea. Und der Darlehensvertrag und die Darlehensvereinbarung wurde für das Gesamtunternehmen abgeschlossen und kommt dann auch dem Gemeinschaftsunternehmen dann ab Closing zugute. Ja, dann versuche ich mal die anderen Fragen zu beantworten. Herr Vogt, LNG-Terminal war Ihre Frage. Wintershall, ich persönlich, wir setzen uns seit Jahren dafür ein, dass Gasinfrastruktur ausgebaut wird. Pipelines, LNG-Terminals, was immer wir in Gasinfrastruktur investieren können, ist gut für Europa, ist gut für den europäischen Markt. Das gilt übrigens auch für Nord Stream 2. Sollte das staatlich gefördert werden? Ich bin ein Freund des Wettbewerbs. Ich habe eben gezeigt, wie andere Pipeline-Projekte, aber auch teilweise LNG-Projekte gefördert werden mit Steuergeldern. Wir Wintershall beteiligen uns an Aktivitäten, die privatwirtschaftlich finanziert werden. Natürlich ist es für einen Wettbewerb besser, wenn alle das gleiche Spielfeld haben, sprich, wenn entweder alle gefördert werden oder keiner. Aber das ist ein Thema, das müssen andere entscheiden. Wird sich die Wintershall an einem deutschen LNG-Terminal beteiligen? Nein, das werden wir nicht machen. Das wird nicht Teil unserer Strategie sein. Wir sind zum Beispiel an Gaspipelines beteiligt, weil wir Gas produzieren in Russland und sicherstellen wollen, dass dieses Gas den europäischen Markt erreicht. Wir sind nicht an LNG-Projekten beteiligt. Kann es zukünftig mal möglich sein, dass wir ein Feld entwickeln, das dann über LNG seine Produkte vertreibt? Warum nicht? Soweit kann ich nicht in die Zukunft schauen. Und wenn wir denn Closing haben, dann freue ich mich natürlich sehr, auch auf Ihre Frage antworten zu können. Wintershall Dea ist ein LNG-Player, denn die Dea hat, jetzt lachen Sie nicht, 2% Anteil an dem norwegischen Feld Snøhvit. Das bedeutet, die Wintershall Dea wird zukünftig jedes Jahr ein LNG-Cargo vermarkten. Frau Will, Ihre Fragen zum Börsengang, also wenn wir an die Börse gehen wollen, wenn die Gesellschafter das machen wollen, was Sie ja erklärt haben, müssen Sie natürlich Anteile abgeben. Das nennt man Free Float, das heißt, es müssen ja für die anderen Marktteilnehmer Anteile bereitgestellt werden. Wie viele Anteile das dann sein werden, das werden die Gesellschafter sicher entscheiden, wenn wir mal zum Börsengang kommen. Das ist sicher deutlich zu früh. Die Frage, wie viele Prozentpunkte dann die BASF an der zukünftigen Wintershall Dea halten möchte, halten wird,
würde ich Sie bitten, Herrn Brudermüller, Herrn Engel von der BASF zu stellen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Wintershall ist verdammt modern und nicht als oldschool. Wenn Sie unsere Technologieaktivitäten sehen, unsere Digitalisierungsaktivitäten sehen, wir sind gerade beteiligt gewesen in Norwegen an einem fantastischen Projekt Asta Hansteen. Da haben wir eine Struktur gebaut, die schwimmt 300 Meter hoch. Das ist ein Vielfaches des Eiffelturms. Investieren da in die Gasproduktion. Die Technologie, die wir als Öl- und Gasunternehmen einsetzen, ist alles andere als oldschool, sondern die ist ganz, ganz vorne dabei. Und auch unsere Geschäftsfelder, die brauchen wir heute und die brauchen wir auch noch morgen. Das sind keine Auslaufmodelle. Ich habe das eben angesprochen, Gasbedarf wird weiter wachsen. Wenn wir an Energiewende glauben, wenn wir an CO2-Emissionen glauben, wenn wir da etwas erreichen wollen, dann brauchen wir Gas. All die schönen Instrumente, die Sie vor sich liegen haben, Telefone, Tablets, die benötigen Kunststoffe und Kunststoffe benötigen Öl. Also auch in dem Sinne, glaube ich, sind wir in einem modernen Geschäft. Das andere, was Sie ansprechen, ist natürlich richtig. Und das war das, was ich eben schon zu Herrn Lohmann sagte. Wir werden natürlich auch nach vorne in neue Geschäftsfelder schauen. Ich sprach das an. Wasserstoff ist sicher ein Thema, das unseren Kompetenzen gerade in der Verbindung mit BASF entgegenkommt. Und wir haben da eine Reihe von interessanten Diskussionen und Kooperationen. Power to Gas, wenn man Eigentümer, Miteigentümer eines Pipeline-Netzes ist, ist das immer lohnenswert, darüber nachzudenken. Und wir haben natürlich in Norwegen, in den Niederlanden auch eine ganze Reihe von Gasfeldern, die sich dem Förderende nähern, sodass man über Technologien wie CCS nachdenken kann. Völlig anderes Thema, Stellenabbau in Kassel. Ich habe das heute wieder betont. Es ist unser Ziel, diesen Stellenabbau sozialverträglich durchzuführen. Das bedeutet auch, dass wir das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit haben. Das heißt, wir werden, wenn wir den Closing haben, die Kolleginnen und Kollegen ansprechen, werden Angebote machen und die werden das annehmen müssen oder dürfen oder wollen. Ich kann das nicht beurteilen heute, wie viele Kolleginnen und Kollegen am Standort Kassel oder am Standort Hamburg diese Angebote annehmen werden. Das werden wir dann sehen, wenn wir die Diskussion haben. Und insofern kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie viele der Positionen, die in den Zentralfunktionen von Wintershall Dea abgebaut werden, dann auf Kassel oder auf Hamburg entfallen. Und eine Frage habe ich unterschlagen, Entschuldigung, das war die Akquisitionswährung. Da würde ich Sie einfach bitten, lassen Sie uns den Merger erstmal closen. Das wäre für uns der erste wichtige Schritt. Dann bereiten wir uns vor, so schnell wie möglich börsentauglich zu sein, vielleicht schon im zweiten Halbjahr 2020. Und dann überlegen wir uns, was wir mit den so gestalteten und geschaffenen Aktien machen werden. Das ist heute noch ein bisschen früh, um dazu schon eine wirklich substanzierte Auskunft zu geben. Gut, dann öffnen wir noch mal für eine Fragenrunde. Hier im Mittelgang. Das. Thank you. Torsten Indreber, G21 Gas Magazine from Hallo, ich Norway. Bin vom G21 Magazin Norwegen. In Norwegen ist das Öl- und Gasgeschäft natürlich sehr wichtig für die Wirtschaft und für die Beschäftigung. Und dennoch ist es so, dass die Branche mit ihrem Image kämpft. Insbesondere in der jüngeren Generation ist das der Fall. Selbst in der Politik wird darüber gesprochen, die Förderung zu stoppen. Das heißt, die Branche hat da einiges vor sich und muss überhaupt erst einmal nahelegen, worum es geht. Und meine Frage ist, was tut Wintershall, um die Politik und auch die jungen Menschen gut zu informieren über unsere Branche, über das, was wir tun? Zweitens, die Regierung fördert CCS-Projekte, auch offshore, in der Nordsee. Und das kann nur mit der Unterstützung anderer europäischer Länder passieren, Deutschland und EU. Wie ist Ihre Position zu diesen Projekten? Dritte Frage zum Thema Betrieb und Produktion in der Arktis. Das ist ja ein umweltmäßig sehr sensibles Umfeld. Wie sieht es aus mit Erkundung und Produktion und Förderung dort?
Und Frau Feigen hatte noch eine Frage. Es kam hier noch nicht zur Sprache, was mich eigentlich wundert. Vor einigen Jahren war es der große Aufreger, nämlich die Sanktionen der EU gegenüber Russland. Hat man sich da sehr eingespielt? Stört das heute noch irgendwo? Oder welche Einbußen oder welche Probleme haben Sie nach wie vor eventuell mit den Sanktionen? Danke. Eine Frage, wenn wir noch dazu nehmen, wenn es noch eine Frage gibt, hier vorne in der ersten Reihe. Hallo, Kinder von TASS, Nachrichtenagentur. Guten Tag, Valentina Mandrykina, TASS. Ich wollte eigentlich zur Fortsetzung der vorherigen Frage was fragen und spezifizieren. Also vor wenigen Tagen hat das Parlament, das EU-Parlament, die Resolution bestätigt, das praktisch darauf abzielt, das Projekt Nord Stream 2 zu stoppen. Wie sehen Sie diese Resolution? Wird sie sich negativ auf die Umsetzung des Projektes auswirken? Und wie planen Sie sozusagen an diesem Gebiet weiterzuarbeiten? Danke. Ja, vielleicht Herr Wieland mit ein paar Informationen zu möglichen Auswirkungen oder auch nicht, ganz pragmatisch aus dem Tagesgeschäft. Und Herr Mehren gibt vielleicht noch eine politische Einschätzung. Zum einen ist diese Entscheidung vom EU-Parlament die Entscheidung zur entsprechenden Regulierung des Teils der Offshore-Pipeline, die in den Küstengewässern von Deutschland liegt. Dazu hatte Herr Mehren ja schon kurz gesagt, wie der Prozess aussehen wird. Da müssen, nachdem der Trilog mittlerweile erfolgreich stattgefunden hat, Mitte April sich noch das EU-Parlament dazu zusammensetzen, eine Entscheidung treffen. Und dann wird im Mai wahrscheinlich der Rat der EU eine finale Entscheidung darüber treffen. Und dann haben wir die 9 Monate, bis diese dann finale Entscheidung in nationales Recht umgesetzt werden kann. Direkte Auswirkungen auf uns hat diese Entscheidung nicht. Wie gesagt, da geht es um Tarifbildung, da geht es um Netzzugangsregelung. All die haben speziell auf uns als Finanzinvestor bei Nord Stream 2 keine Auswirkung. Und auch der Bau der Nord Stream geht im Prinzip davon unbeeinträchtigt voran. Da ist mittlerweile auch mehr als ein Drittel bereits verlegt worden und wir sind mit dem Projekt weiterhin on track und gehen davon aus, Ende des Jahres die ersten Erdgasmengen in Empfang nehmen zu können. Ja, und neben dieser konkreten Regulierungsfrage der EU gab es auch, man kann schon sagen, traditionell wieder eine Resolution, wo sich das EU-Parlament, ich glaube, zum zweiten oder dritten Mal gegen Nord Stream 2 ausgesprochen hat. Das hat keine Bedeutung. Das Interessante ist, dass die Mehrheit immer kleiner wird mit jeder Abstimmung. Also ich bin gespannt, wie lange die Initiatoren dieser Abstimmung das noch fortsetzen werden, weil sie langsam Gefahr laufen, dass sie ihre Mehrheit verlieren. Insofern hat diese Resolution konkret auch keine Auswirkung auf den Fortlauf von Nord Stream 2. Und ich will an der Stelle auch noch mal sagen, wenn wir ein Interesse haben daran, dass wir Fortschritte beim Klimaschutz erzielen, wenn wir auch weiterhin in Europa eine wettbewerbsfähige Industrie brauchen, dann sollten wir endgültig aufhören, Infrastrukturprojekte zu verhindern. Es wird nichts besser durch verhinderte Infrastrukturprojekte. Infrastrukturprojekte tragen dazu bei, dass Wettbewerb herrschen kann, dass wir eine wettbewerbsfähige Industrie haben, dass wir zu niedrigen Kosten beispielsweise Zugang zu Gas haben. Und das wiederum hat positive Auswirkungen auch auf das Klima. Wir haben ja diese wunderschöne, aus meiner Sicht eher wundertraurige Fallstudie von South Stream 2, von South Stream. Geht es irgendjemandem besser in Europa, weil South Stream nicht gebaut wurde? Und den Bulgaren eine bessere Versorgungssituation, weil South Stream nicht gebaut wurde? Geht es der deutschen Industrie besser? Haben sich die Verhältnisse zu Russland verändert, weil South Stream nicht gebaut wurde? Ich kann da nichts erkennen. Insofern wäre es auch da gut, wenn wir einfach Infrastrukturprojekte da belassen, wo sie hingehören, nämlich in den Händen von Wirtschaftsunternehmen. Sanktionen sind auch angesprochen worden, Frau Falkner. Ja, eigentlich ist es traurig, ne, dass man sich an das Thema gewöhnt. Es wird zum Alltag und das zeigt auch,
wie wenig aus meiner Sicht Sanktionen bewirken. Wir haben das jetzt seit 2014. Die Situation für die Menschen in der Ostukraine hat sich in meiner Wahrnehmung nicht verbessert. Die Verhältnisse sind nicht geordneter und besser geworden. Insofern habe ich ganz persönlich nach wie vor Zweifel, dass das der richtige Weg ist und würde weiter immer auf Dialog und auf einen gemeinsamen Prozess setzen. Konkret sind die Auswirkungen auf unsere Projekte in Russland begrenzt. Wir haben keine direkten Auswirkungen. Wir sind nicht in Offshore-Aktivitäten unterwegs. Wir haben keine Shale-Aktivitäten in Russland. Natürlich merken Sie zwei Dinge. Das eine ist, das ein oder andere westliche Unternehmen zieht sich aus Russland zurück. Das bedeutet, wir haben einfach weniger Wettbewerb bei diesen Projekten. Bedeutet aber auch, dass europäische Unternehmen Marktanteile verlieren, die chinesische Unternehmen sehr gerne übernehmen. Und das andere ist natürlich auch, dass sie, und das macht mir mehr Sorge, in Russland eine gewisse Entfremdung beginnen zu beobachten, dass man Europa dann doch nicht mehr ganz so als Partner sieht. Und ich glaube, das wäre das Schlechteste für die europäisch-russischen Beziehungen, wenn man sich statt aufeinander zu, voneinander wegbewegt. So viel zu Sanktionen. Norwegen. Mögen Sie vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen zum Thema Image unserer Industrie? Für ja, natürlich. Machen wir bitten, noch mal das Thema Arktis aufzugreifen. Image. Sie haben völlig recht mit Ihrer Bemerkung. Unsere Industrie spricht viel zu wenig darüber, was sie kann und was sie leistet. Ich habe eben angesprochen, was wir für großartige Ingenieurleistungen vollbringen. Wir müssen deutlicher kommunizieren, welche Rolle wir als Energiewirtschaft gespielt haben, um viele, viele Menschen aus Armut rauszubringen in einen vernünftigen Lebensstandard. Wir müssen zeigen, was wir auch in den Gemeinden, in den Kommunen, in denen wir aktiv sind, leisten. Und wir müssen versuchen, früher an die jungen Menschen ranzukommen, um eben einen Dialog darüber zu führen, was ist eigentlich Energieversorgung, was bedeutet Energie. Ich denke, da wird vieles versäumt. Und es geht mir gerade nicht darum zu erklären, dass Öl und Gas das Wichtigste ist, aber ich halte es für extrem wichtig, dass sich junge Menschen heutzutage schon in der Schule mit der Frage der Energie und der Energieversorgung auseinandersetzen. Denn Klimawandel und Energiebedarf, die zwei zentralen Themen sind, die uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen werden, sollten wir die jungen Generationen auch darauf vorbereiten, und zwar fundiert darauf vorbereiten. Und insofern, was tut Wintershall? Wir suchen diesen Dialog, wir unterstützen Schülerforschungszentren, wir unterstützen Schulklassen, wir versuchen, diesen Dialog zu gestalten. Das ist nicht einfach, weil sie viele Hürden überwinden müssen, weil sie natürlich als Öl- und Gasunternehmen immer mit dem Stempel des Interessensvertreters kommen. Aber wir müssen das versuchen. Und wir machen das auch mit der Politik. Wir haben viele, viele Dialogveranstaltungen mit der Politik. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man im Dialog ist. Und diese Veranstaltungen werden immer stärker auch angenommen von Politikern. In Deutschland, in Europa, weltweit. Weil es, glaube ich, klar ist, dass die Aufgaben, vor denen wir stehen, ich sage es nochmal, ein immenser Anstieg des Energiebedarfs auf der Welt und gleichzeitig den Klimawandel eingrenzen, nicht gegeneinander gelöst werden können, sondern nur im Dialog. Zum Thema Image und junge Leute, links neben mir der Kollege rutscht immer schon, ich glaube, der will noch mal einen raushauen. Vielen Dank. Ich glaube, dass Sie da wirklich eins der drängendsten Themen unserer Industrie wirklich angesprochen haben, dass wir im Wettbewerb mit anderen Industrien dafür sorgen müssen, die nächste Generation, die Talente für uns zu gewinnen. Und wir probieren das wirklich sowohl vor Ort lokal, also in den Regionen, wo wir tätig sind, aber auch schon sehr, sehr früh. Ja, weil traditionell hat es gereicht, dass man an die Uni gegangen ist und sich dort unterhalten hat. Das machen wir weiterhin. Wir haben spezielle Programme, wo wir Forschungsprogramme haben, wo wir auch Wettbewerbe haben, um auch andere Formen der Interaktion mit den Universitäten hinzubekommen. Da haben wir zum Beispiel den Young Vision Award, den wir gemeinsam mit russischen Universitäten machen. Wir sind aber über die Zeit wirklich immer zu den jüngeren Jahrgängen hingegangen, weil am Ende des Tages, wer schon mal an der Uni ist, hat sich schon entschieden. Eigentlich müssen wir den Schritt schon früher tun. Da hat Herr Mehren schon angesprochen, unser Schülerforschungszentrum hier in Kassel, was wirklich herausragend ist, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzusehen, wie dort mit viel Eigeninitiative der Forscherdrang, die Neugier bei Jugendlichen geweckt wird. Und auch da probieren wir immer den
die Verbindung herzustellen wieder in die Region. Also die haben jetzt zum ersten Mal eine Schülerreise nach Novi Urengoi gemacht. Dass man also auch in dem Alter schon Erfahrungen sammelt, wie sieht Öl- und Gasindustrie eigentlich aus und wie spannend ist Öl- und Gasindustrie eigentlich. Ich finde immer, es gibt kaum eine Industrie, die so spannend ist wie unsere. Ja? An den unmöglichsten Orten dieser Welt, ja? Super spannend, mit den größten technologischen Herausforderungen. Da können Sie, wir haben die südlichste Förderplattform dieser Welt mit Wellenhöhen, die wir dann wieder im Norden mit der nördlichsten, Asterhans, den wieder vergleichen können, die Wahnsinn sind. Dann sind wir in Neuquén, wir sind in Sibirien. Und ich glaube, dass wir das viel mehr rüberbringen müssen, wie spannend und interessant unsere Industrie ist und gleichzeitig, wie unersetzbar unsere Industrie ist. Ohne Energie, ohne Öl und Gas funktioniert diese Welt derzeit einfach nicht. Und da haben Sie völlig recht, da haben wir als Industrie einen großen Nachholbedarf. Wir als Wintershall probieren das sehr, sehr stark entlang, man würde technisch sagen, entlang der Wertschöpfungskette, ich würde mal sagen, entlang der Alterskette, wirklich herauszustellen und wirklich zu probieren, unsere Industrie möglichst früh in den Köpfen zu verankern. Aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe von uns allen. Ja? Sie alle gehen nach Hause, haben Feiern, haben Freunde, haben Familie. Einfach mal drüber reden, was wir hier eigentlich jeden Tag Tolles machen. Danke. Gerne. Ich wusste, dass es dir ein Herz ist. Yes. Yes. Herr Bachmann, ja, lassen Sie mich noch die zwei Themen, ich glaube, es war CCS, war das eine, und das andere war Arctic Operations, ein bisschen dazu was sagen. CCS, wenn Sie sich anschauen, wir haben gerade sehr intensiv über Klimaziele gesprochen, dann kommt der Zeitpunkt, nicht morgen, nicht in zwei Wochen, nicht in zwei Jahren, aber der Zeitpunkt wird kommen, wo wir auf irgendeine Art und Weise auch CO2 aus der Atmosphäre entfernen werden müssen. Es gibt Industrien, extrem wichtige Industrien, gerade auch für die Zukunft, die sind extrem schwierig wegzukriegen vom CO2-Ausstoß. Wenn ich dann einen entsprechenden Effekt habe, dann muss ich CO2 in irgendeiner Form einfangen und irgendwo unterbringen, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangt. Ich denke, dass CCS eine Technologie ist, die da Potenzial hat, gerade offshore, weil wir haben eigentlich die Infrastruktur schon. Ja. Wir haben die Plattformen, wir haben die Bohrungen, wir haben bis dann leergeförderte Öllagerstätten, leergeförderte Gaslagerstätten, wir haben Pipelines zu den Plattformen. Ich glaube, dass das eine Technologie ist, die es auf jeden Fall wert ist, weiter zu untersuchen und Studien dazu zu betreiben. Ob und in welcher Form man sich dann in der Zukunft daran beteiligt, ist eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall im Sinne des Klimaschutzes und im Sinne davon, die Klimaziele, die doch sehr ambitioniert sind, zu erreichen, wert, sich damit genauer auseinanderzusetzen. Sie haben die Arctic Operations erwähnt. Es ist uns vollkommen klar als Unternehmen Wintershall, aber auch als Gesamtindustrie, dass wenn wir über die Arktis sprechen, dass wir über ein hochsensibles Gebiet sprechen. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, mit unseren Standards, und gerade in Norwegen geht ja da sehr voran, mit unseren Standards das sicher und umweltfreundlich zu jeder Zeit zu bewältigen. Ich erwähne dabei nur das Beispiel, das Sie auch gesehen haben im Vortrag von Herrn Mehren, das Beispiel Mittelplate, wo wir im Nationalpark tätig sind, im Wattenmeer-Nationalpark seit Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen, ohne die geringste Beeinträchtigung der Natur in diesem Gebiet. Und ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, das zeigt, wenn man da seriös rangeht, wenn man sich der Verantwortung bewusst ist, die man hat, und das auch entsprechend umsetzt, dann ist das absolut vertretbar, möglich, machbar. Ja, vielen Dank, Herr Bachmann. Dann Herr Lohmann hat sich nochmal gemeldet. Dann nochmal, einmal nochmal zu Nord Stream 2 und eine Frage für Dumme. Herr Wieland, Sie haben sich sehr optimistisch gezeigt, dass Ende 2019 Gas fließt. Fehlt aber noch ein Stück Genehmigung, nämlich in Dänemark. Für wie hoch ist das Risiko, dass, sagen wir, zumindest eine Verzögerung der Genehmigung in Dänemark, unter anderem vielleicht dadurch, dass man eine ganz neue Route über eine neue ökonomische Zone planen muss, die zwischen Polen und Dänemark neu verabredet wurde, kein Gas Ende 2019 fließt, sondern dass wenigstens 2020 wird.
Zweite Frage für Dumme, Herr Mehren oder Herr Irrmann. Sie haben das Ergebnis ja sehr stark gesteigert, 2018 oder 2017. Was sind denn genau die Effekte, die dafür verantwortlich sind? Das ist reine Preiseffekte oder gibt es andere Gründe? Und daran anschließend, sagen wir mal, ich weiß, Sie werden keinen Ausblick für ein gemeinsames Ergebnis Wintershall-Dea geben mögen, aber wenn Sie sozusagen Standalone Wintershall weiter bestehen würde 2019, würden Sie das Ergebnis weiter steigern? Wie wäre der Ausblick dann? Danke. Vielen Dank. Jetzt hier vorne in der Mitte. Die Kollegin aus Damien. Victoria Trasaglia, del Río Negro de Neuquén. Le quería consultar sobre lo que es la carpeta de Latinoamérica. Ich möchte mal fragen bezüglich des Portfolios in Argentinien. Wir haben ja jetzt in Argentinien bald Neuwahlen und wie ist das zu werten? Wie wird Sie das beeinträchtigen? Und gleichzeitig haben Sie auch gesagt, dass Sie in anderen Ländern in Lateinamerika, zum Beispiel in Brasilien, jetzt aktiv sein werden. Heißt das, dass Sie sich dann von Argentinien eher wegwenden würden? Mhm. Und in der letzten Reihe noch auch eine Kollegin aus Argentinien, glaube ich. Здравствуйте, Виктория Лукашова, РБК ТВ. Guten Tag, Виктория Лукашова, Москва, РБК ТВ. Sagen Sie bitte, in der ukrainischen Naftogas hat man gesagt, dass Gazprom schon ihren Partner verkündet hat, dass ab 2020 die Transporte über die Ukraine nicht mehr weiterlaufen. Wissen Sie etwas darüber? Wie kann man das insgesamt, welchen Einfluss das auf Ihr Unternehmen haben kann und überhaupt auf Deutschland? Also in welchem Zusammenhang stehen diese Sachen miteinander? Haben wir noch eine weitere Frage? Gut, dann fangen wir vielleicht mit der Frage zur Situation in Argentinien an, Herr Mehren. Argentinien? Nehme ich mal. Okay. Die machen, was sie wollen. Genau. Wir sind seit 40 Jahren in Argentinien aktiv und haben über 40 Jahre die unterschiedlichsten politischen Situationen in Argentinien miterlebt. Und Argentinien war, ist und bleibt ein wesentlicher Pfeiler unseres Portfolios. Wir sind sehr zufrieden mit den Signalen, die die Regierung Macri, seit sie im Amt ist, insgesamt aussendet, nämlich sehr marktwirtschaftlich orientierte Signale, die, glaube ich, für unsere Industrie extrem wichtig sind. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit einige Signale bekommen, die eher wieder in die andere Richtung gehen. Ja, ich hatte vorhin schon kurz die Resolution 46 angesprochen, die entsprechend anders angewendet wurde als ursprünglich geplant. Auch Dinge wie eine Exportsteuer sind nicht unbedingt hilfreich für den tatsächlich freien Markt. Wir warten mal ab, wie die Wahl ausgeht. Ja, wir sind in all den Ländern, wo wir aktiv sind, machen wir unsere Tätigkeiten nicht davon abhängig, wie eine Wahl entsprechend ausgeht, sondern wir setzen einfach darauf, dass die Bedingungen, die vorher gelten, auch einen gewissen Bestand haben. Sie haben gefragt, wie unsere Ausrichtung in Zukunft aussehen wird. Wir haben als Wintershall ja schon die Entscheidung getroffen, dass wir Richtung Brasilien uns weiterentwickeln. Wir sind sehr froh, dass wir dort den Wiedereinstieg geschafft haben und uns an 7 Lizenzen insgesamt beteiligen konnten, weil einfach Brasilien ein unheimliches Potenzial für uns bietet. Wenn man sich anguckt, wo die größten zusätzlichen Reserven in den letzten Jahren entdeckt wurden, spielt Brasilien einfach dort eine wirklich herausgehobene Rolle. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir diesen Einstieg hinbekommen haben. Ist nicht eine Frage von entweder oder, sondern ist eher eine Frage von und. Ja, dass wir unsere Präsenz in Südamerika verstärken wollen, weil wir glauben, dass insgesamt unser Wachstumspotenzial sehr groß sein wird. Und wenn dann unser Closing mal kommt, wird dieses Portfolio ja erfreulicherweise noch weiter wachsen. Trotz alledem, und das ist schon eine Botschaft, die man immer mitnehmen muss, internationale Öl- und Gasunternehmen haben natürlich immer Alternativen. Ja? Und ein wichtiger Standortfaktor sind tatsächlich verlässliche, langfristige Konditionen, die unsere Investitionen in diese Länder einfach attraktiv machen. Und die sehen wir uns immer wieder von Fall zu Fall und von Projekt zu Projekt an und vergleichen die tatsächlich mit den Alternativen, die wir in unseren Kernregionen sonst noch haben. Und vielleicht dann doch nochmal von mir als Ergänzung, weil mir Argentinien natürlich
besonders am Herzen liegt. Also für die argentinischen Kolleginnen und Kollegen: Conocemos a la Argentina, sabemos cómo trabajar en la Argentina, nos gusta Argentina, pero hay que ganar plata en Argentina. Für die anderen: wir kennen Argentinien, wir wissen, wie man in Argentinien arbeitet. Wir sind gerne in Argentinien, aber wir müssen natürlich auch Geld verdienen in Argentinien. Ja. Das Thema Naftogas, Ukraine, Transport. Naftogas, Ukraine, Transport. Das, also ich bin immer wieder beeindruckt, woher Naftogas Quellen hat. Also uns hat noch niemand informiert, dass der Gastransport nicht fortgesetzt wird. Uns hat man informiert, und zwar sowohl Alexei Borisowitsch Miller als auch, nicht ganz so persönlich, aber durch Ankündigungen der russische Präsident, dass der Gastransport auch über 2019 hinaus durch die Ukraine weitergeht. Das ist nach meiner Kenntnis auch Gegenstand der trilateralen Gespräche zwischen der Europäischen Union, zwischen der Ukraine und Russland. Und natürlich müssen da jetzt zunächst mal die Rahmenbedingungen festgelegt werden. Also für mich ist das ein unnötiges Störfeuer. Ich glaube, die Bemühungen gerade der Bundesregierung, hier zu vermitteln und zu gemeinsamen Kompromissen zu kommen, zeigen ja, dass da von allen drei Seiten sehr intensiv gearbeitet wird. Zu den Preiseffekten, Herr Ebermann. Ja, Sie hatten zu Recht darauf hingewiesen, wir haben das Ergebnis in 2018 erheblich gesteigert. Nochmal zur Erinnerung, Umsatz auf über 4 Milliarden und das EBIT auf über 1,7 Milliarden. Das hat im Wesentlichen Preiseffekte. Ja, zur Erinnerung, der Brent-Preis in 2018 gestiegen von $54 auf $71. Und auch der Gaspreis um über 30% gestiegen. Das hat uns natürlich Rückenwind gegeben und davon haben wir und unsere Zahlen profitiert. Darüber hinaus haben wir auch einen kleineren Mengeneffekt gesehen in 2018. Wo kommt der her? Der kommt zum größeren Teil aus Norwegen. Da hat das Mariafeld beigetragen, aber auch das im vierten Quartal angefahrene Aster-Hansteen-Feld hat da Ergebnisbeitrag geliefert. Und dann wieder Russland. Das Achimgaz-Feld mit der erweiterten Produktion hat ebenfalls zur Steigerung des Ergebnisses beigetragen. Dann haben Sie gefragt nach einer Vorausschau für das Jahr 2019. Die habe ich jetzt im Einzelnen nicht für Sie, eine solche Vorausschau. Was man aber eben sagen kann, und das klang im Vortrag Mario auch deutlich an, wir sind weiter auf Wachstumskurs und wir wollen unsere Tagesproduktion und unsere Jahresproduktion weiter deutlich steigern. Und das werden Sie natürlich sukzessive sehen. Das ist auch schon ein Wachstumspfad, der in 2019 weitergehen wird. Also das Signal steht auf Wachstum. Nur die Ideen. Die Ideen. Nord Stream 2, Sie hatten die noch fehlende Genehmigung für den dänischen Offshore-Abschnitt angesprochen. Die entsprechenden Anträge liegen bei den dänischen Behörden und die Projektgesellschaft geht weiterhin davon aus, dass diese Anträge noch im ersten Halbjahr 2019 entsprechend beschieden werden und wir dann entsprechend im Zeitplan die Leitung fertigstellen können, um erstes Gas dann bereits Ende 2019 in Empfang nehmen zu können. Gut, gibt es weitere Fragen von Ihnen? Jetzt eine Frage noch für den norwegischen Kollegen, bitte. Torjan Indre, G21, The Gas Magazine. Coming back to the coal exit. Zum Kohleausstieg nochmal und den Kernkraftausstieg in Deutschland. Natürlich wird erwartet, dass das Erdgas diese Kraft ersetzen wird. Aber das bedeutet viele Investitionen in Gasleitungen und in die Gasinfrastruktur. Wie kann man Investitionen anziehen in Gaskraftwerke? In der Vergangenheit war es sehr riskant. Unternehmen haben viel Geld verloren. Ein Kraftwerk könnte 20 Jahre lang betrieben werden. Als Gasproduzent, wie sehen Sie diese Lage?
on Investmer, because I think if that's the case, the investor will not come up. Wenn die Investoren das ganze Risiko tragen müssen, dann werden sie nicht investieren. Wie sehen Sie diese Herausforderung? Okay. To actually make gas happen in this sector. Mhm. Vielen Dank. Haben wir noch weitere Fragen? Hier vorne nochmal bitte. Hi, Natasha Fielding, August Media. Natasha Fielding, August Medien. Ich möchte fragen, ich möchte Näheres wissen zu den Förderaktivitäten in Libyen. Wie viel produzieren Sie momentan in Libyen? Und haben Sie vor, das Land zu verlassen, wegen der schwierigen Situation, die Sie beschrieben haben? Could you speak a bit louder, please? Hey, okay, I was asking about, ich wollte etwas zu der Förderung in Libyen fragen. Wie viel produzieren Sie da momentan und haben Sie vor, da weiterhin zu produzieren oder werden Sie das Land verlassen? Ah, okay. Mal zu Libyen. Und die Kollegin von Bloomberg? So, my next question would be, meine nächste Frage wäre, ich möchte etwas wissen zu Ägypten. Sie haben Ihre Ausbaupläne erwähnt. Haben Sie vor, auch Ihre Aktivitäten dort aufzubauen? Ich möchte auch etwas wissen zu den 10% Beteiligung in den Blöcken in Abu Dhabi. Wie läuft das da? Und meine letzte Frage wäre zum Zusammenschluss mit der. Was muss noch gemacht werden, damit es geclosed werden kann? Ja, vielleicht zum Zusammenschluss und zu den Themen Ägypten und Abu Dhabi, Herr Mehren, und zum Thema Libyen wird Herr Wieland ergänzen. Ja, ich fange mit der einfachsten Frage an. Ägypten, Wintershall plant gar nichts in Ägypten. Und zu den Plänen von Wintershall Dea in Ägypten. Die Dea ist in Ägypten aktiv und hat dort eine große Position. Wenn wir uns natürlich dann äußern und äußern können und äußern dürfen, wenn das Unternehmen tatsächlich zusammengeschlossen ist. Zu Abu Dhabi kann Martin Bachmann gleich kurz sagen, wo wir stehen. Zum Merger, was ist noch nötig? Was brauchen wir noch? Wir haben fast alle Genehmigungen erhalten, die wir für den Abschluss der Transaktion brauchen. Fast, um es konkret zu machen, uns fehlt noch eine, die Genehmigung der mexikanischen Bergbehörde. Die ist natürlich beantragt, das Verfahren läuft, gibt es eine bestimmte Anzahl von Tagen, die die Behörde hat, um das Ganze zu bearbeiten. Und insofern gilt nach wie vor, was wir gesagt haben, das Closing erwarten wir noch im ersten Halbjahr 2019. Das heißt, ich bin optimistisch, dass auch diese letzte Genehmigung, an der kräftig gearbeitet wird, noch kommt rechtzeitig, dass wir dann auch im ersten Halbjahr abschließen können. Ja, vielleicht ganz kurz zu Abu Dhabi. Wie Sie wissen, sind wir da offiziell Ende letzten Jahres, Ende 2018, eingestiegen mit 10% in das Gasha-Projekt. Das Projekt läuft sehr gut in Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern und im Moment noch unter Führung von ADNOC. Das Projektteam ist etabliert, ist aufgestellt. Da werden wesentliche Verträge im Moment vergeben. Sie müssen sich das vorstellen, als erster Schritt müssen mal künstliche Inseln gebaut werden. Also das ist das Nächste, das geschehen wird. Und dazu ist ein Vertrag vergeben worden, haben Sie wahrscheinlich gesehen. Und auch das Engineering für die großen Anlagen ist weit fortgeschritten. Auch da werden weitere Verträge vergeben werden. Im Moment läuft das Projekt wie geplant. Herr Mehren hat die Zahlen gesagt, wie viel Produktion Gas auf der einen Seite, aber auch ein ansprechender Anteil, ich glaube etwa 120.000 Barrel im Tag an Liquids, also das ist dann Kondensat und Öl, werden in der nächsten Dekade, in den 20er Jahren, in Produktion gehen und dann für sehr lange Zeit das Plateau auf dieser Stufe halten. Gut. Libyen? Libyen, ja. Libyen. Mhm. Ihre Frage zur Produktion. Wie schon angesprochen, die Lage im Land ist immer noch eine relativ schwierige. Wir haben auch im letzten Jahr wieder zwei Zeitfenster gehabt, wo unsere Onshore-Produktion unterbrochen wurde.
immer wenn wir produzieren können, produzieren wir aus unseren Onshore-Konzessionen aus C96 so um die 47.000, 48.000 Barrel am Tag und aus C97 irgendwas zwischen 7.000 und 7.500 Barrel am Tag. Das ist auch derzeit unser Produktionsniveau, was wir haben. Fällt mittlerweile leicht ab, weil bestimmte Investitionsmaßnahmen aufgrund der Sicherheitssituation nicht vorgenommen werden können. Insofern ist die Aussicht eher so, dass es wahrscheinlich sukzessive weniger werden wird. Und auch diese Ausfallfenster, die wir jetzt in den letzten Jahren leider in schöner Regelmäßigkeit gesehen haben, ist auch was, was wir für die Zukunft immer noch vorhersehen. Produktionsunterbrechung genau, und die Umstände. Ja, Produktionsunterbrechungen können unterschiedliche Gründe haben, gehen aber im Wesentlichen alle auf denselben Grund zurück. Fehlende Sicherheit, die eine fehlende Zentralregierung im Land gewährleisten kann. Das heißt, zum einen ist es der Nichtzugang zur Infrastruktur. Wir hatten auch im letzten Jahr wieder Kämpfe an den Exportterminals. Sie haben alle wahrscheinlich die Bilder von Ras Lanuf gesehen, wo von 13 Tanken, die ursprünglich mal da waren, mittlerweile noch 3 übrig sind. Das ist ein häufiger Grund für uns, wenn Produktion unterbrochen wird. Wir haben aber mittlerweile auch einen gewissen Wartungsstau. Das heißt, wir müssen auch unsere Anlagen außer Betrieb nehmen, weil bestimmte Teile über die Zeit durch Korrosion, durch Stillstand, wo Wasser in den Leitungen stand, gewartet werden müssen. Und das führt mittlerweile auch zu Stillstandszeiten. Was man immer nicht vergessen darf, neben Onshore haben wir noch Offshore. Die Offshore-Produktion ist im Prinzip von der Situation am Land im Wesentlichen unbeeinflusst, auch weil die Operations von Tunesien aus gemanagt werden. Und da planen wir auch für dieses Jahr wieder unser 600.000 Barrel Cargo, was in diesem Jahr für Q3 geplant ist. Gut, vielen Dank. Gibt es noch Fragen von Ihnen? Ich gucke jetzt auch mal auf die Uhr. Entschuldigung, ich glaube, da war noch die Frage nach 10. Kohleausstieg und nach der Frage der Gaskraftwerke, die wir da haben. Zunächst mal gibt es in Deutschland leider, muss man sagen, eine ganz beträchtliche Kapazität von Gaskraftwerken, die nicht genutzt wurde. Viele Unternehmen haben in Kraftwerke investiert und die sind sozusagen Standby. Das heißt, die können anlaufen und werden einen großen Teil des Bedarfs da abdecken. Natürlich ist für die Unternehmen wichtig, dass es einen klaren Fahrplan in die Zukunft gibt. Darauf werden sie sich verlassen müssen, das werden sie einfordern. Wir sind kein Unternehmen, das in Kraftwerke investiert, aber wir wissen, wie es ist, wenn man langfristige Investitionen tätigen möchte. Dann hätte man gerne einen längerfristigen und verlässlichen Rechtsrahmen. Das heißt, das wird wichtig sein, auch das zu adressieren jetzt in der gesetzlichen Umsetzung des Kohleausstieges, dass es da, wo noch nötig, auch zu den Investitionen kommt. Das andere, was natürlich wichtig ist, dafür, dass die Betreiber von Gaskraftwerken entsprechende Freude an ihrer Investition haben, ist, dass wir Gas zu vernünftigen Preisen anbieten können. Und das bringt mich wieder zu meinem Thema, dass wir sehr viel dafür tun sollten, dass in Europa es ausreichend Versorgung mit Gas gibt, aus Norwegen, aus Russland, über LNG. Und insofern sind auch da Investitionen in Infrastruktur immer herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Gibt es von Ihnen noch Fragen? Sonst kommen wir jetzt auch zum Ende. Dann bedanken wir uns ganz recht herzlich bei Ihnen, dass Sie alle wieder da gewesen sind. Ich möchte Sie noch auf zwei Dinge hinweisen. Wir haben draußen im Wandelgang einen kleinen Infostand oder einen Infostand zum Thema Offen für Vielfalt. Das ist die Toleranzkampagne, die Herr Mehren angesprochen hatte. Wenn Sie da Informationen haben möchten, gehen Sie auf die Kollegen zu. Und wir feiern 125 Jahre Wintersail. Unsere Geschichte hat einen Bart. Der Kollege Marvin Brendel, unser Historiker, Sie erkennen ihn an dem Vollbart, ist draußen bei einer kleinen Ausstellung über die Geschichte der Wintersail, also auch in der Lage, Ihnen viele Dinge rund um unsere Firma, unsere Firmengeschichte zu erzählen. Und Sie werden feststellen, auch wenn Geschichte einen Bart hat, sie muss nicht langweilig sein. Dafür wird Herr Brendel Sorge tragen. Gehen Sie vorbei, wirklich viele spannende Details aus der Geschichte der Wintersail. Und wenn Sie noch weiter nach vorne blicken wollen, die Herren stehen auch noch einen Moment zur Verfügung. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind und wir würden uns noch mehr freuen, wenn wir Sie spätestens im nächsten Jahr wieder begrüßen könnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie dabei waren. Dankeschön. Vielen Dank.